Oma, es wird Zeit aufzuwachen. Die Kleine wünscht sich nämlich Pfannkuchen. Kein Problem. Oma, wach auf. Du musst Pfannkuchen machen. Oh. Ich weiß nicht, wie ich die machen soll. Die Oma und die Köchin sind schon fertig mit dem Teig. Die sind bereits am Braten. Oh, sieht ganz schön köstlich aus. Aber ich habe mir was Besseres überlegt. Ich gebe nämlich zu meinem Teig Lebensmittelfarbe. So werden meine Pfannkuchen richtig schön bunt. Oh, Andy hat sich was richtig Tolles überlegt. Schaut euch diese wunderschönen, bunten Pfannkuchen an. Und obendrauf lege ich noch ein bisschen Marshmallow und natürlich Streusel. Ich bin fertig. Ach du meine Güte, Andy, das ist doch viel zu kompliziert. Hier kommt Ahornsirup drüber und natürlich ein Stück Butter. So geht das. Ein einfaches und bewährtes Rezept. Pfannkuchen mit Ahornsirup. Das ist doch sowas von altmodisch. Ich zeig euch, wie man Pfannkuchen heutzutage macht. Wir brauchen ein Ei. Und jetzt machen wir noch ein pochiertes Ei. Und solange das im Wasser kocht, legen wir zu unserem Pfannkuchen ein paar Schinkenscheiben. Und natürlich Frühlingszwiebeln. Jetzt nehmen wir unser pochiertes Ei raus und legen es obendrauf. Hübsch, lecker und sehr gesund. Es wird Zeit, dass die Kleine die Pfannkuchen probiert. Was wird ihr wohl mehr gefallen? Oh, diese bunten Pfannkuchen scheinen ihr richtig gut zu gefallen. Jetzt probieren wir Omas Pfannkuchen. Die sind auch ganz schön gut. Und die Pfannkuchen von dem Chefkoch? Oh, ihr scheint wohl dieses Ei gar nicht zu gefallen, will sie gar nicht erst probieren. Der Bruder hat diesmal gewonnen. Yeah, hab ich's doch gewusst. Komm, ich helf dir mal. Oma, bitte, lass deine Hände weg. Aufgepasst, das Baby wünscht sich ein saftiges Steak. Kein Problem. Ach, die Oma schafft das. Bist du dir das sicher? Ich werde das auch schaffen. So, ich nehme mir mein Stück Fleisch. Oh, wie kann man denn einen Steak ohne Öl braten? Man muss die Grillpfanne gut einfetten. Okay, dann nehme ich mir eben schön viel Öl. Vielleicht ist das ein bisschen zu viel. Da musst du vorsichtig sein. Jetzt kommt unser Stück Fleisch auf die Pfanne. Ach du meine Güte! Beeindruckt? Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss mich jetzt auch an mein Steak machen. Ich hoffe, ich kann das schaffen. Ups. Das habt ihr nicht gesehen, oder? Junger Mann, schau mal. So geht das. Übrigens, mein Steak ist fast fertig. Perfect medium rare. Jetzt noch ein bisschen ansalzen. Guter Wurf. Große Sache. Oma, schau mal. Ich kann das auch so gut hochwerfen. Hopps. Ups. No! Oh nein, mein Steak ist auf dem Boden gelandet. Ja, und jetzt ist es voller Haare und Schmutz. Und außerdem nicht gut durchgebraten. Vielleicht wird es hier schmecken. Also nein, so kann man ein Gericht doch nicht servieren. Ah, ich weiß, was ich tun kann. Ich muss einfach richtig viel Ketchup draufgeben. Völlig überdecken. Ach, das riecht ja gut. Mein Steak ist wunderbar. Ich bin richtig stolz auf mich. Da kommt noch ein bisschen Rosmarin mit hinzu. Oma, das soll Dekoration sein. Ich zeig dir, wie das geht. Oh, wow. Das ist ja ein goldenes Steak. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wie in einem teuren Restaurant. Oh, sowas habe ich ja gar nicht erwartet. So, jetzt können wir dem Baby das Steak geben. Mal sehen, was ihr gefallen wird. Dieses Steak scheint ihr eindeutig nicht zu gefallen. Oh nein, sie hat die Haare gesehen. Igitt. Oh mein. Oh, und das goldene Steak. Ich frage mich, ob es ihr schmecken wird. Hm, scheint lecker zu sein, aber so richtig beeindruckt ist sie nicht. Oh, das Steak der Großmutter riecht köstlich. Und es hat ihr am meisten gefallen. Alles Geniale ist nun mal ganz einfach. Ja, die Oma hat gewonnen! Es wird Zeit, den Nachtisch zu kochen. Und die Kleine wünscht sich ein Eis. Ach, sie kennt so ein Rezept. Ich werde das schaffen. Kein Problem. Also machen wir uns mal an das Kochen. Was für eine schöne Torte. Die muss ich jetzt erstmal in Stückchen schneiden. In Stückchen schneiden? Ach, das schaffe ich auf jeden Fall. Pass mal auf. Mann, das macht so viel Spaß. Ja, yeah, voll cool. Jetzt sei doch vorsichtig, junger Mann. Du darfst doch das Essen nicht in der ganzen Küche herumwerfen. Ach, tut mir leid, ich habe mich hinreißen lassen. Das passiert, wenn Amateure einen Auftrag übernehmen.
In der Zwischenzeit habe ich alles vorbereitet. Jetzt muss ich nur noch meine Portion schön servieren. Ich finde, sie ist perfekt geworden. Hier kommen noch Zitronenschalen hinzu für den säuerlichen Geschmack der Zitrone. Und natürlich ein paar Minzblätter. Und der Höhepunkt der Portion ist der Rauch vom Trockeneis. Oh, schau dir das an, mein Kleiner. Unglaublich. Ja, eindeutig. Ah, übrigens, ich bin auch fast fertig. Ich muss nur noch die Stückchen rausnehmen. Die kommen jetzt in die Schüssel. Und obendrauf kommt noch ein Klecks von Schokoladensirup. Also, mein Eis wird sicher gut aussehen. Das kommt hier in die Schüssel. Und Schlagsahne darf auf keinen Fall fehlen. Ich liebe Schlagsahne. Und da kommen jetzt noch ein paar Skittles drüber. Die werden meiner Schwester auf jeden Fall gefallen. Und die Oreo-Kekse nicht vergessen. Oma, bist du fertig? Ja, ich hab schon. Dann nehme ich mir auch noch ein bisschen Schokosoße. Na, ich weiß ja nicht. So viel Zucker. Es wird ihr gefallen. Na, das werden wir ja gleich sehen. Das bunte Eis von ihrem Bruder sieht unglaublich schön aus. Aber diese ausgefallene Portion von der Chefköchin, meine Güte. Aber war doch wohl ein bisschen zu sauer wegen der Zitrone. Die Stückchen der Oma scheinen lecker zu sein, aber nicht besonders gut serviert. Jetzt macht sich die Kleine an das Eis vom Bruder. Skittles und Waffeln und Schokosirup. Eindeutig, der Bruder hat diesmal gewonnen. Yeah, hab ich's doch gewusst. Oma, nimm mich in den Arm. Ene, mene, Mistes, krabbelt in der Kiste. Hey, konzentriert euch. Wir sind hier immer noch in der Challenge und die Kleine wünscht sich ein Croissant. Oh, Großmutter, du weißt, wie man ein Croissant macht? Ach, die Oma weiß natürlich alles. Vor allem weiß ich, wie man einen guten Teig im Supermarkt kauft. Jetzt müssen wir nur noch warten. Oh, das ist doch mega einfach. Ich meine, das kann sogar ich schaffen. Gut gemacht, mein Kleiner. Oh, ich bitte euch, gefrorener Teig, Igitt. Unsere Köchin Mia war in den besten Restaurants von Paris und sie weiß auf jeden Fall, wie man gute französische Croissants macht. Solche Croissants haben alle Könige von Frankreich gegessen. Fertig ist der Teig, jetzt muss er nur noch ausgerollt werden. Hier kommt noch eine Schicht drüber und noch eine Schicht. Und jetzt werden Stückchen abgeschnitten. Schön vorsichtig, nicht schneiden. Ab in den Ofen. Also, ich bin mir nicht sicher, ob meine Croissants genauso gut werden wie die von französischen Königen, aber ich weiß, dass mit Nutella meine Croissants besser schmecken werden. Oh, es wird Zeit, dass ich meine Croissants rausnehme. Oh, die sehen ja wunderschön aus. Andy, dein Croissant ist am Brennen. Oh nein, bloß nicht das. Ach, der Bruder war so sehr mit der Nutella beschäftigt, dass er seine Croissants vergessen hat. Na, was machst du jetzt mit deinen schwarzen Croissants? Mach dir nichts draus, das wird schon. Ja, auf jeden Fall. Also, meine Croissants sind fertig. Da kommt jetzt noch wunderbare, leckere Creme rein. Und ein paar Erdbeeren dürfen nicht fehlen. Wie wär's denn noch mit ein bisschen Puderzucker? Ein weiteres Meisterwerk. Die Kleine macht sich an die Croissants. Also diese schwarzen gefallen ihr eindeutig nicht. Weg damit. Die Croissants der Großmutter riechen wunderbar und schmecken ziemlich gut. Es hat ihr gefallen. Aber diese Croissants haben einfach alles übertroffen. Die Creme ist wunderbar und die Erdbeeren. Eindeutig, die Chefköchin hat diesmal gewonnen. Na, vielen Dank. Also gut, lass uns mit Keksen anfangen. Kinderleicht. Das mache ich. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Was soll ich denn damit anfangen? Ah, ich weiß, was ich mit dem Nudelholz mache. Nein, was hat dir denn der Teig angetan? Schau mal, so benutzt man ein Nudelholz. Jetzt müssen wir Kreise ausstechen und die kommen in den Ofen. Das kriege ich doch nie im Leben hin. Ich habe eine Idee. Die Kekse sind rund, nicht wahr? Also werde ich einfach einen großen Kreis ausschneiden, da ein paar Skittles reinpacken und den Keks in den Ofen tun. Das hast du gut gemacht, mein Schatz. Na, wie geht's meinen Keksen? Perfekt, wie immer. Ohne zu übertreiben.
Ach, ich werde das nicht kommentieren. Meine Kekse hier sind ein wahres Kunstwerk. Da sieht man doch gleich, dass ich ein Profi bin. Ich mache aus diesen Keksen ein echtes Kekshaus. Das Dach werde ich übrigens mit Skittles dekorieren, also danke für die Idee. Hier kommt der letzte Schliff. Etwas Puderzucker. Mein Haus sieht aus, als wäre es eingeschneit worden. Ich traue meinen Augen nicht. Schatz, das sind nicht deine Kekse. Oh nein, da brennt doch was. Ich muss meinen Keks rausholen. Vielleicht kann ich ihn ja noch retten. Oh nein, da lässt sich wohl nichts mehr tun. Und das soll ein Keks sein? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da was abbeißen kann. Was ist denn das? Ein Lebkuchenhaus. Mensch, ist das lecker. Ich denke, dieses Haus ist eindeutig der Gewinner. Es hätte auch nicht anders sein können. Ich bin eben ein Profi. Diesmal wünsche ich mir einen Burger. Und zwar schnell. Okay. Ja, das kann ich tun. Aber vielleicht auch nicht. Was ist das denn? Hackfleisch, wie ekelhaft. Moment, statt dem Hackfleisch werde ich einfach etwas Köstliches verwenden. Wie wär's denn mit leckerer Schokopaste? Wunderbar. Na, wie geht's denn den anderen? Oh, diese Brötchen sind so schmackhaft. Aber ich muss sie zuerst ein bisschen anbraten, damit sie eine schöne Kruste bekommen. Ich bitte euch, das ist doch kinderleicht. Beeindruckend. Aber das Wichtigste am Burger ist natürlich die saftige Bulette. Ich nehme mir etwas Hackfleisch und jetzt brate ich es an. Ach du meine Güte, Liebling, was ist denn bei dir los? Entspann dich, Oma. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich wollte nur ein paar Marshmallows rösten. Die kommen jetzt auch noch auf meinen Burger. Ein paar Gummibärchen dürfen natürlich nicht fehlen. Und da kommt jetzt das zweite Brötchen drauf. Schön, nicht wahr? Was nützt denn schon dieser Wettbewerb, wenn ich sowieso den leckersten Burger bekomme? Schaut euch diese saftigen Buletten an. Hier kommt natürlich noch etwas Speck hinzu. Man kann nie genug Fleisch haben. Die Soße nicht vergessen, ein Salatblatt, die Bulette, etwas Käse, eine Tomate, ein paar Zwiebeln, den Speck. Und das alles mal drei. Na also, habt ihr jemals so einen perfekten Burger gesehen? Ich bin hier eindeutig der Favorit. Nein, ich habe nicht vor zu verlieren. Meine Zutaten suche ich sorgfältig aus und die Soßen dürfen nicht fehlen. Ein bisschen Ketchup, ein bisschen Mayo. Fertig ist mein Burger. Noch ein bisschen und gleich habe ich die perfekte Kruste. Oh, Schatz, irgendwie fühle ich mich nicht gut. Komm schon, Oma. Sieht doch toll aus, nicht wahr? Tada. Oh, wow, was für ein mega großer Burger. Den muss ich sofort probieren. Mann, ist der saftig. Einfach fantastisch. Jetzt probiere ich dich mal, Kumpel. Oh nee, er ist auseinandergefallen. Und wie auch immer, ich habe keine Lust mehr. Was ist das denn? Das ist ein süßer Burger. Mit Gummibärchen. Richtig tolle Idee, muss ich sagen. Aber der Burger der Chefköchin gewinnt. Na, das geht jetzt aber ein bisschen zu weit. Diesmal wünsche ich mir ein paar Nuggets. Ach, ganz einfach. Hey! Hey, Oma, wach auf. Wir sollen Nuggets machen. Okay. Ah, sicher. Zuerst muss ich etwas Öl in die Bratpfanne geben. Oh, Oma, kannst du mir etwas von deinem Öl geben? Hm, seltsam. Wieso kommt da nichts raus? Muss ich stärker schütteln? Oh Mist, das war schief gelaufen. Na, wer macht das denn? Aber wie auch immer, das Wichtigste ist, dass es
gut schmeckt. Und deshalb muss man mit Liebe kochen. Zuerst schneide ich das Hähnchen in Stücke. Jetzt kommt es in ein Ei. Dann noch in Paniermehl. So ist großartig. Jetzt können wir sie braten. Ach, die sehen ja richtig appetitlich aus. Und wie die riechen. Willst du mal was davon probieren? Niemals. Ich habe meine eigene Aufgabe zu erledigen. Meine Nuggets werden erstklassig sein. Natürlich werden sie in Gold gepackt und auf ganz besondere Weise serviert. Ich weiß, ich habe keine Lust, mir Mühe zu machen. Deshalb kaufe ich einfach ein paar Nuggets und wickel die dann noch in Käse. Und obendrauf kommt noch etwas Cheetos-Staub. Sei doch vorsichtig. Du hast uns erschrocken. Es scheint funktioniert zu haben. Schauen wir mal. Yeah, das perfekte Paniermehl. Das kommt jetzt in die Pfanne. Ich bin mir sicher, das wird mega lecker sein. Jennifer wird das gefallen. Oh, hätte ich ja fast vergessen. Was wären denn Nuggets ohne Ketchup? So ist perfekt. Oh mein Gott, was ist das denn? Sieht ja richtig cool aus. Sind das etwa goldene Nuggets? Schmecken aber wie ganz normale Nuggets. Ich probiere die mal. Die schmecken richtig gut. Und was ist das denn bitte sehr? Wow, das ist der ultimative Geschmack. Die Nuggets haben sicher gewonnen. Yeah, ich habe auch mal gewonnen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Diesmal wünsche ich mir eine Pizza. Kein Problem. Ich hätte auch gerne eine. Ah, Pizza. Das kann ich machen. Ich brauche Tomatenmark. Davon gebe ich ein bisschen auf den Teig. Und jetzt kommt ganz schön viel Käse drauf. Und ein paar Salamischeiben. Ich will ja nichts sagen, aber... Schaut mal, ich bin fast ein Koch. Hoppla. Macht ihr nichts draus? Hier kannst du noch ein bisschen Teig von mir haben. Oh, danke schön, Oma. Ich weiß, ich werde kein langweiliges Tomatenmark benutzen. Ich benutze Marshmallow-Paste. So, und hier kommen noch ein paar Skittles drüber. Man kann nie genug Skittles haben. Schaut mal, wie bunt das aussieht. Ja, das sieht man gleich, was Kinder heutzutage kochen. Ich zeige euch, wie man eine erstklassige Pizza macht. Zuerst muss ich unseren Teig färben. Oh, schau mal, was sie treibt. Das ist mein Job. Jetzt rollen wir den Boden aus. Da kommt jetzt spezielles Tomatenmark drüber. Das ist genauso gut wie in den besten italienischen Restaurants. Da kommt noch etwas Käse drüber. Jetzt ist gut. Und es wird Zeit für ein paar Garnelen. Und ein paar Muscheln dürfen auch nicht fehlen. Das Gesamtgericht ist einfach perfekt. Jetzt kann es gebacken werden. Ich halte es nicht mehr aus. Ich schlafe gleich ein. War es das schon? Unsere Pizzen sind fertig. Unsere Delikatessen. Yummy. Riecht super. Ganz okay. Schauen wir mal an, was wir hier haben. Oh, sieht ja richtig interessant aus. Was zum Teufel ist das denn? Igitt, ich mag keine Meeresfrüchte. Oh, das sieht ja interessanter aus. Das müssen ja Skittles sein. Aber leider sieht das besser aus, als es schmeckt. Diese Pizza sieht ganz normal aus. Und wie die riecht. Einfach fantastisch. Das ist eindeutig die Siegerpizza. Herzlichen Glückwunsch, Oma. Oh, das ist ein wohlverdienter Sieg. Meine Pizza war besser.